Deutsche Genies, einsame Herzen, Alpha-Almans. Ist es ein Grund, Kohlraben schwarz zu sehen? Das erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bada Binge, einer kleinen Abrissfolge, die ich heute mit meiner lieben Redaktion, bestehend aus Mel und Leo, mal hier durchackern möchte. Denn wir haben festgestellt, es gibt ein paar neue, ich sag jetzt mal, humorvolle Serien in der deutschen Fernsehlandschaft, auch eben halt von deutschen Fernsehtreibenden inszeniert. Nicht alle sind gleich öffentlich-rechtlich. Manche sind auch für private Streaming-Anbieter, aber wir wollten halt einmal so ein bisschen, ja, einen kleinen Überblick verschaffen über eben die aktuelle Lage deutscher Serien und anhand einer Serie vielleicht auch ein bisschen aufzeigen, wo das Problem vielleicht ist. Ja, aber nicht nur anhand dieser einen Serie, vielleicht wird der eine oder andere oder die eine oder andere feststellen, dass auch bei anderen Serien Probleme auftauchen, beziehungsweise Dinge offenbar werden, die vielleicht hier für Deutschland eben halt einfach stehen. Aber es ist schon erstaunlich zu sehen, wer welchen Weg eingeschlagen hat, wer wo gelandet ist. Und naja, dass irgendwie alle schon, die wir heute vorstellen, irgendwo eine Art Comedy-Wurzel haben, aber wie gesagt, sich völlig frei entwickelt haben. Ich würde einmal kurz sagen, allgemein, um welche Serien es heute geht. Wir wollen heute über Einsame Herzen sprechen. Wir wollen heute über Kohlraben schwarz sprechen. Wir wollen heute über German Genius sprechen. Und wir wollen über Almania. Ja. Almania. Mhm. Almania sprechen. Und wie gesagt, alles deutsche Serien. Zwei davon öffentlich-rechtlich, die anderen beiden eben für private Unternehmen gedreht. Alle irgendwie Teil des Spektrums, alle irgendwie aussagekräftig, was bei uns gerade hier abgeht, beziehungsweise vielleicht auch eben nicht abgeht. Und beginnen wollen wir mit dem, von dem wir alle, glaube ich, ziemlich einig sind, dass es nicht so wirklich unser Fall ist. Man muss es einfach sagen, das ist Einsame Herzen. Eine, was ist das? Eine Sketch-Comedy-Serie, eine Parodie auf, so Bauer sucht Frau. Genau, diese Art von Dating-Shows. Genau, ja, eine Dating-Show-Parodie. Ja. Mhm. Ja. Von und mit Torge. Wir sehen's hier. Ulrich heißt er, ne? Ulrich, oder? Fresh Torge wird ja, den meisten wahrscheinlich was sagen. Viele wissen es vielleicht, diesen doch sehr abgestraften Film Kartoffelsalat inszeniert hat, unter anderem plus Kartoffelsalat 3, wenn ich jetzt mich recht erinnere. Einen zweiten Teil gibt es nicht. Gott sei Dank an mir vorbeigegangen. Ja. Naja, so gehen die Wege eben in der deutschen Comedy. Ja, Fresh Torge, man kennt ihn auch von YouTube vor allem, so denke ich mal. Ja. Ich kannte ihn vor Kartoffelsalat nicht. Ich habe nur aufgrund von Kartoffelsalat das erste Mal von ihm erfahren und halt den ganzen Shitstorm oder den ganzen Stress um Kartoffelsalat mitbekommen, weil da ja so renommierte Leute wie Otto oder sowas auch zu Gast waren. Der Film an sich, aber ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ne? Also ich kann halt einfach nichts dazu sagen. Ich habe mal reingeguckt, war nicht so mein Ding und dann habe ich auch gedacht, kann ich mal irgendwann gucken. Und trotzdem, ja, es gab eine helle Aufregung um diesen Film, weil so viele bekannte Leute da mit drin waren, weil so viele YouTuber mit drin waren, weil der Film an sich eher trashig ist und halt auch bei IMDb, glaube ich, als einer der schlechtesten Filme überhaupt gelistet wird. So. Das waren so meine ersten Berührungspunkte mit Torge. Also, gute Vorzeichen. Zumindest das mit den vielen berühmten Leuten kann hier bei Einsame Herzen nicht passieren, weil er da nämlich alle Rollen selber spielt. Ja, und es ist halt wirklich, es ist halt auch einfach schnell erzählt. Ne? Man sieht halt verschiedene Charaktere, die alle irgendwie einen Partner suchen. Oder eine Partnerin. Alle in irgendwelchen Situationen gezeigt werden, die aus dem Ruder laufen. Ich glaube, man soll sich schon fremdschämen. Also ich glaube, das ist so eine Absicht. Das sollen ja Situationen sein, die man ja aus seinem Alltag kennt, aber natürlich dann überspitzt. Und ich glaube auch schon hier und da immer so, ich erinnere mich, ich habe jetzt halt nur die erste Folge gesehen, aber diese Szene, wenn die Hundetrainerin auf diesem Übungsplatz steht, stehen nur zwei Leute vor ihr, weil sie halt auch wahrscheinlich eben nicht Martin Rütter ist. Und
Und naja, so Sachen halt, wie sie nimmt mentale Verbindung mit dem Hund auf und so. Ich glaube, das sind so diese Deadbeat-Humor-Situationen, wo man halt eher, weiß ich nicht, wo der Zuschauer eher eine unangenehme Situation gebracht werden soll, als wirklich sich laut lachend auf den Schenkel zu klopfen. Ja, aber es funktioniert weder noch. Also es muss ich halt auch sagen. Ich habe mich halt gefragt, für wen ist das? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Ja. Es soll glaube ich, eine jüngere Zielgruppe ansprechen, aber ich würde sagen, das sind eher Leute, die. Aber jetzt auch keine 12-Jährigen so. Also, ja, ne? Also. Ist schon ab 20, hätte ich jetzt gesagt. Ab 20? Würde ich schon sagen. Aber das müssen dann 20-Jährige sein, die. Und das will ich jetzt, das soll jetzt überhaupt nicht despektierlich klingen, aber das müssen dann halt 20-Jährige sein, die halt eben weniger auf der Nerd-Schiene irgendwie unterwegs sind und keine Ahnung, also sich so gar nicht. Also sich halt einfach eher für, was ich, der wie heißt der, Hundeflüsterer oder irgendwie sonst irgendwas interessieren oder die, oder? Deren, weiß ich nicht, deren Humorspektrum halt einfach ein anderes ist. So. Ja. Also ich muss sagen, wenn wir uns fragen, für welche Zielgruppe es ist, und man denkt ja aber öffentlich-rechtlich immer erstmal eher an die ein bisschen älteren Leute, die Altersklasse Ü60, kann ich aus erster Hand sagen, fand's auch nicht so witzig, weil ich habe tatsächlich die komplette Staffel geguckt. Echt? Während ich beim Friseur war. mein Friseur ist meine Mama. Und während des Haareschneidens und des Strähnchensetzens hat man sehr viel Zeit. Und die habe ich dann damit verbracht, diese Serie einfach nebenbei laufen zu lassen. Und ich habe ab und zu mal von ihr so einen Lacher gehört, aber die meiste Zeit war sie genervt. Sie war total genervt davon, wie laut und überdreht Fresh Torge diese Charaktere spielt. Die sind ja auch alle irgendwie gleich, hatte ich das Gefühl. Ich konnte die kaum unterscheiden, weil der immer einfach mit höherer Stimme spricht und dann quasi jemand anderes ist. Außer wenn er da diesen Vater von Malte oder der so. Der Vater von Malte fand ich auch eine sehr anstrengende Figur. Ja. Er soll ja anstrengend sein, ich verstehe es so. Aber das ist nicht die Art Anstrengung, die ich der ich Respekt irgendwie aufbringen kann oder die, wo ich sage, ja, okay, ich verstehe, was du willst, so, sondern es ist halt die Art Anstrengung von wegen, ich will mir das eigentlich gar nicht angucken. Ja, ist auch nicht neu so. Also ja, es wirkte halt alles etwas altbacken. Ja. Ja. Ich hätte jetzt auch gedacht, eher so, weiß ich nicht, für Leute, die halt dann auch, keine Ahnung, Musikantenstadl oder sonst irgendwas gucken, so. Also, aber die kennen, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, aber es ist ja, glaube ich, auch eine ZDF-Serie, keine ZDF-Neo, oder? Nee, ist ZDF. Ist ZDF, also dementsprechend würde es schon wieder drauf hindeuten, aber was sollen die da, da müssen sie doch nicht Fresh Torge nehmen, da müssen sie doch eigentlich, weiß ich nicht, ich mein, Florian Silbereisen. Also, was man ihm nicht absprechen kann, was man ihm nicht absprechen kann, ist, dass er Bock auf diese ganzen Rollen hat, so. Also der stürzt sich da ja schon mit Leib und Seele rein, ist sich auch für nichts zu schade, beziehungsweise kennt keinerlei Grenzen, was seine Peinlichkeiten irgendwie angehen. Dafür habe ich Respekt, so, ja. Was dabei rauskommt, ist halt etwas, was mich so wirklich 0,0 Und da frage ich mich auch, ob das dann quasi das Publikum von Fresh Torge abholt. Weil sich Fresh Torge zu holen, da willst du ja auch irgendwas von diesen, weiß ich nicht, 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen YouTube-Subscribern mitnehmen. Also schon, die wahrscheinlich vor 8 Jahren oder so da mit ihm aufgewachsen sind, was halt als 12-Jährige eben lustig fanden und mittlerweile 20 oder was weiß ich. Bisschen, so hast du nämlich diesen Drahtseilakt, wir brauchen junge Leute, wir brauchen aber auch was quasi unseren Alten gefällt. Aber wenn das jetzt für eine ab 40 Zielgruppe gemacht wäre, würden sie nicht Fresh Torge nehmen. Wirklich, da gibt's ganz andere Charaktere, die Leute, glaube ich, kennen. Also ich glaube echt, das, was du sagst, die haben sich halt das Format bei ihm eingekauft, was er ohnehin so schon macht auf YouTube. Also es sind auch Charaktere, die darin vorkommen, die es schon gibt von ihm. Ich habe jetzt mir nicht so viel von ihm angeschaut, was er auf YouTube macht, aber ich habe mal so reingeguckt und in der ersten Folge, die ich geguckt habe, war sofort ein Charakter, der auch in Einsame Herzen vorkommt. Ja. Tatsächlich einer der Charaktere, die ich noch am witzigsten fand. Mhm. Welche? Die heißt Nörgel mit Nachnamen. und das ist, also habe ich gerade schon zu Leo gesagt, das ist, als ob er einfach 1:1 Claudia Obert nachspielt. Weiß nicht, falls ihr die Reality-Persönlichkeit etwas sagt. Also so eine High-Society-Dame, die nur auf Geld und Champagner aus ist und Kinder ganz doof findet. Und so einen Charakter spielt er und den spielt er auch gut, den spielt er witzig. Ich finde auch, dass es so pro Folge immer so einen Charakter gibt,
der witzig ist. Aber das ist dann zu wenig dafür, dass die, also eine Folge, glaube ich, eine halbe Stunde geht oder so? 23, 24 Minuten. Ah, okay, dann wird so angezeigt, weil ich war mir nicht sicher. Ich habe das erste Mal nämlich auf die Uhr geguckt, bei der ersten Folge nach 9 Minuten, habe dann so 23 gesehen, habe mir gedacht, okay, das ist der Countdown, wie lang es so geht. Ach so, okay. Ja, okay, aber so nach der Hälfte habe ich mir schon gedacht, pff, Alter, das schaffe ich nicht. Also ich sag auch, ja, in der ersten Folge gab es eine Figur, die fand ich witzig. Ja. Das war die, die im Abspann vorkommt. Der, ich weiß, wen du meinst. Der halt mit seinem Sektglas irgendwie dann den beiden Frauen da irgendwie, also sowohl der Frau, die eine Frau sucht, als auch der Hundetrainerin da irgendwie nochmal so Kennenlernvideos schickt. So. Hier ist der Ralf, genau, grüß dich. Genau, den fand ich witzig. Ja. Der war richtig gut beobachtet, wo ich mir gedacht habe, ja, das sind im wahren Leben auch die Leute, die das vielleicht gucken und das halt dann auch witzig. Ja. Und der kommt tatsächlich immer wieder vor. Also der kannst du dir jetzt schon denken, aber du hast gesehen, er hat sich in der ersten Folge auf 2 Leute beworben, der bewirbt sich noch die komplette Staffel auf fast alle. Aber den fand ich gut. Ja, und den fand ich auch richtig gut. Und es, wie gesagt, es gibt irgendwie pro Folge immer so einen, der witzig ist, aber dafür, was du sagst, ist es halt irgendwie zu wenig, um sich die ganze Weil's Staffel anzusehen. Beziehungsweise vielleicht zu wenig für Leute, die so mit Fresh Talk bislang gar nichts anfangen oder nichts von ihm kennen. Ja. Ey, es mag wirklich sein, dass es dann eine Menge Leute gibt, die das gut finden, die darüber lachen und so weiter. Ich kann's nicht. Es ist, tut mir einfach leid. Ich kann's nicht. Ich finde, das ist so etwas. Ich hab's mir angeguckt, ich hab gedacht, nee. Muss ich jetzt noch weiter gucken? Ah ja, okay, komm, wir gucken es auf jeden Fall mal zu Ende. Und am Ende war, wie gesagt, dieser eine Typ, aber das war zu wenig, um diese 23 oder 22 Minuten vorher zu rechtfertigen. Ja. Was ich aber noch zumindest ein bisschen positiv hervorheben möchte, ist die Maske. Weil es soll ja so ein bisschen low effort aussehen, aber dabei ist es doch ziemlich gut gemacht. Also allein den Typen, den wir witzig finden, dieser Ralf heißt, der sich am Ende bewirbt, der hat ja hier einfach so übertrieben viele Lachfalten. Mhm. Und du weißt genau, was für ein Typ das darstellen soll. Obwohl auf 2 von diesen Bildern hat er die auch, ne? Ja, aber nicht so krass, bei dem ist es nochmal übertriebener. Aber ja, ich finde tatsächlich die Maske gut und diese Stereotypen, die er darstellen möchte, die trifft er ziemlich gut damit. Ja. Ich würde die Gelegenheit nutzen, wenn wir hier schon von Stereotypen jetzt gerade reden, zu einer weiteren Serie überzuleiten, die meiner Ansicht nach Stereotypen deutlich besser trifft, beziehungsweise einen deutlich besseren Effekt mit den Stereotypen, die sie beinhaltet, erzielt. Das ist die Serie Almanya, die eine doch etwas eigene Entwicklungsgeschichte hinter sich hat. Denn es gab 2 Folgen im Jahre 2021, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die wurden rausgebracht und dann hat man erst lange Zeit nichts mehr gehört. Ich habe in einem Interview gelesen, dass Phil Laude, der unter anderem Showrunner der Serie, eigentlich auch vorhatte, erstmal auf Stand-Up-Tour zu gehen oder beziehungsweise auf eine Comedy-Tour zu gehen. Aber Corona hat ihm dann einen Strich durch die Rechnung gemacht, weshalb er dann nicht auf Tour gehen konnte und aber als Beschäftigungstherapie dann angefangen hat, Almanya weiterzuschreiben oder halt dann sich weiter an Almanya zu arbeiten. Und dann jetzt im April diesen Jahres kamen dann plötzlich 8 neue Folgen raus. Und jetzt ist da natürlich ein Gap drin, ne? Also man merkt wirklich, dass da eine gewisse Zeit vergangen ist, weil halt Figuren längst nicht mehr so aussehen, wie sie halt noch zu Beginn ausgesehen haben. Aber wie damit umgegangen wird, ist meiner Ansicht nach genauso charmant wie, sag ich mal, viele Dinge in dieser Serie. Ich möchte aber auch sagen, dass ich finde, in den ersten beiden Folgen fand ich dieses etwas raffere. Ja, also das wirkte alles ein bisschen ungehobelter, alles ein bisschen weniger poliert, alles ein bisschen unausgearbeiteter. Das hat mir in den ersten beiden Folgen etwas besser gefallen als in den späteren Folgen. Also ich finde, die späteren Folgen brauchen ein bisschen, bis sie wieder zu dem zur Bösartigkeit, zur Entlarvung, zum Humorlevel und so weiter führen, das mit den ersten beiden Folgen etabliert worden ist. Wobei ich auch nicht sagen möchte, dass die ersten beiden Folgen wirklich Dauerbrenner waren, sondern dass da auch Sachen drin waren, wo ich gedacht habe, kann er das wirklich bringen? So, ja, das habe ich mir auch gedacht, da war ich auch ganz überrascht, dass es dann doch, dass er so ein Arschloch ist. Das fand ich echt crazy. Das hätte ich nicht, hätte ich nicht erwartet. Und ich muss jetzt auch sagen, von den Serien, die wir heute besprechen, ist mir die irgendwie ans Herz gewachsen. Ich habe am wenigsten erwartet von dieser Serie. Ich habe gar nichts erwartet. Ich habe wirklich am wenigsten erwartet, weil ich nicht der größte Waititi-Fan bin. Ich auch beziehungsweise nicht. Mit Waititi einfach nicht aufgewachsen bin, wie so viele andere. Aber es ist die Serie, die mich echt am meisten überrascht hat und wo ich jetzt auf jeden Fall sage, möchte ich weitersehen. So, 100%. 100% geht mir auch so. Ich bin so glücklich, weil ich habe ja diese Serie ins Rennen geworfen mit dem Disclaimer, ey, es kann sein, dass es nicht euer Humor ist. Bitte judgt mich nicht dafür. Ich feiere die Serie und ich habe sie durchgebinged. Und guckt mal
rein, sagt mir, wie ihr es findet. Und ihr macht mich gerade unglaublich glücklich, ja, dass ich da dann doch euren Humor getroffen habe und vielleicht auch dann den Humor von unseren Zuschauern. Ich finde gar nicht, dass ich das jetzt, das, also, sorry, ich find's jetzt gar nicht so ultra lustig. Genau. Ich find's aber herzlich. Genau. Und ich find's spannend irgendwie, komischerweise, weil er so ein Arschloch ist. Mhm. Und wirklich sich so dermaßen falsch verhält, dass ich mir denke, wie kommt denn der da raus? Vielleicht müsst ihr also mal sagen, worum es in der Serie geht. Ja, das würde ich jetzt als nächstes machen. Ja. Ja. Also es ist so eine Art Stromberg-Mockumentary, ja, es ist so ein Workplace-Fake-Doku über einen Lehrer namens Frank Stimpel. Frank Stimpel, der, naja, schon eine ziemlich blöde Aussage getroffen hat, die auf Video festgehalten worden ist, was zur, sag ich mal, Resozialisierung seines Lehrerberufs geführt hat. Er muss nämlich jetzt an so eine Art, ja, Problemschule, sagen wir mal, und dort halt noch mal so ein bisschen Praktikum machen oder Volontariat oder was weiß ich halt. Also er muss halt einfach noch mal Eine Lehrerprüfung ablegen. Genau, er muss noch mal eine Lehrerprüfung ablegen, von null anfangen und das halt in einer Schule, in der Kinder ja mit Migrationshintergrund sind, beziehungsweise aber auch eben mit problematischen Umfeldern. Ja. Und ja, jetzt könnte man denken, ei, das kann gut nach hinten losgehen. Und wirklich die erste Szene, wenn er irgendwelche muslimischen Kinder dazu auffordert, schneller zu schwimmen, so wie ihre Eltern, als sie hierher gekommen sind, da habe ich gedacht, Alter, das ist Akku, das kann ich auch. Das machst du, aber, und es wird im Laufe dieser Serie, wird es wieder Situationen kommen, wo er sich politisch absolut unkorrekt verhält, wo er zum Beispiel der Vizedirektorin, die halt afrodeutsch ist, beziehungsweise schwarz ist, einen Apfel hinhält, weil er halt glaubt, sie ist eine Putzfrau und sie soll noch bitte wegschmeißen. Mhm. So, solche Dinge sind da drin, wo man sich denkt, oh Gott, das will er nicht als Humor verkaufen, aber, und das ist die Erkenntnis meiner Ansicht nach von den insgesamt 5 Folgen, die ich jetzt, glaube ich, gesehen habe, er kriegt es hin, weil er als Stimpel noch viel, viel schlimmer ist als alle anderen. Also er setzt halt als Stimpel immer noch einen drauf, was es dann halt irgendwie fast schon egalisiert, was irgendwie drumherum passiert. Schlimmer im Sinne von, er macht sich selber über sich selbst noch lustiger, also als diese makaberen Witze, die er macht. Er ist halt der Alpha-Allmann, wobei ich halt sagen, ich verstehe diese Figur, die da sein soll. Ne? Das ist der Deutsche, der halt glaubt, irgendwie, er müsste alles korrekt nach Form machen. Ja. Aber wenn es dann zu seinem eigenen Vorteil gereicht, kann man die Form auch mal irgendwie außen vor lassen. So. Und versucht irgendwie alles richtig zu machen, versucht politisch korrekt zu sein, aber dann irgendwie so in seinen alten Strukturen und Denkweisen verhaftet ist, dass er gar nicht rafft, wie falsch er eigentlich irgendwelche Aussagen tätigt oder welche falschen Denkweisen er verfolgt. Ich finde, und das ist halt das Schöne, trotzdem kriegen sie es immer noch hin, dass man da merkt, okay, der ist ja eigentlich schon ein lieber Kerl. Er hat halt einfach nur gar keine Ahnung, wie es richtig geht. Ja. Mhm. Ja. Und da ist halt so ein bisschen die Gefahr immer. Ja, und ich bin gespannt, wie lange das gut geht oder ob das irgendwann mal kippt oder ob es Folgen gibt, die halt irgendwie, die irgendwie vielleicht dann doch mal daneben greifen oder so. Weil, und das muss man auch sagen, es gibt da diese Figur des Hausmeisters, wo ich gedacht habe, ah, das ist auch gefährlich. Ne? Ja, die Figur des Hausmeisters, der stellt ja so einen Verschwörungstheoretiker dar. Also generell finden sich an dieser Schule halt sehr viele Stereotypen. Es gibt diesen Verschwörungstheoretiker, es gibt den, als Hausmeister, es gibt den Direktor, der Alkoholiker ist und die ganze Zeit trinkt. Pornos guckt. Ja, genau. Es gibt irgendwie einen Vertrauenslehrer, der aber irgendwie so gar keinen Bock darauf hat und irgendwie aber eigentlich Schauspieler werden möchte. Und dann unter den Schülern und Schülerinnen gibt's natürlich auch das Instagram-Mädel, was dann irgendwann ausgetauscht wird durch ein neues Instagram-Mädel. Dann gibt's so einen leicht korpulenten, der dann aber irgendwie auch so ein bisschen mobbt oder auch gemobbt wird und den Asi. Und irgendwie ein Russlanddeutsch, der die ganze Zeit nur das sagt, aber das dann unten drunter die Untertitel dann immer sicher, so komplette volle Sätze sind, die er angeblich auch ein guter gesagt Joke, hat. Kalaschnikow fand ich aber auch schon einen geilen Namen. Ja, also stimmt, das ist ein geiler Spitzname. Ja, also es gibt diese ganzen Stereotypen an der Schule, die halt auch dementsprechend zugespitzt dargestellt werden, aber ohne dass ich das
als unangenehm empfunden habe oder als despektierlich. Ja, also wenn es unangenehm ist, dann ist es nicht so unangenehm wie bei Fresh Talk. Mhm. Ja. Sondern da ist es so unangenehm, wie von, kann er das wirklich machen? Ja, ja, so, ja, oder genau, zieht genau, das jetzt wirklich durch? Und ja. Oh, das haben die jetzt wirklich gesagt. Aber auch nicht auf diese, wird man ja noch sagen dürfen, Art. Ja. Sondern eher auf wirklich, um halt das Ganze humorvoll in Gags irgendwie oder in Situationen einzubinden, die lustig sind und die irgendwie durchdrehen oder die irgendwie aus dem Ruder laufen und so. Und ich muss auch sagen, also die Gagdichte, es ist nicht alles mein Humor. Mhm. Ich verstehe auch, dass da vieles, sag ich mal, auf eine jüngere Zielgruppe gemünzt ist. Ja. Und der Stromberg-Aspekt, dass da Leute dann nochmal in die Kamera direkt reden und so ein bisschen von ihrem Alltag erzählen, der wird ja immer durch die TikTok-Videos und so weiter immer aufgegriffen. Und da auch gerade bei den TikTok-Videos. Ey, da sind so gute Gags dabei. Wenn der eine da irgendwie in der Shisha-Bar hockt und irgendwie dann seinen Rap runterlegt und dann kommt hier der andere, der etwas dickere, kommt dann dazu und so, ey, lass mich auch mal ziehen, lass mich auch mal kiffen. So. Und er so, ey, verpiss dich jetzt hier. Und ey, das sind so gute Sachen. Es sind für mich auch so ganz viele Kleinigkeiten. Ich habe mich schon wirklich in den ersten paar Minuten weggeschmissen. So eine ganz kleine Kleinigkeit. Es gibt ja diese Lehrerin, die irgendwie alle anbaggert. Frau Müller. Ja, genau. Und die kommt auf den Herrn Stimpel zu und hat noch eine Kippe in der Hand. Und während sie auf ihn zuläuft, schnippt sie die Kippe so weg. Und du siehst im Hintergrund, wie die so einen Schüler trifft. Und der Schüler so, und mehr nicht. Das ist so, das passiert so im Hintergrund, so Kleinigkeit. Und das hat mir schon gereicht. Ja, ist gut, ja. Also da sind wirklich immer wieder kleine Elemente drin, die es dann aber auch rund machen. Und dann kommen wir halt zu dem für mich stärksten Aspekt. Ich glaube, das ist dann etwas, was der Feuilleton vielleicht nicht so geil findet oder irgendwie anspruchsvollere Kritiker. Wenn dann halt irgendwie am Ende dann doch noch mal, weiß ich nicht, Herz für die Figuren gezeigt wird oder Situationen gezeigt werden, die einfach nett, die charmant sind, die irgendwie ans Herz gehen, so die halt einfach zeigen, ey, das mögen vielleicht Assis, Verschwurbler, Allmanns oder sonst irgendwas sein, aber irgendwo kommen die schon miteinander klar und es gibt einen gewissen Grundrespekt, mit dem sie sich halt gegenseitig dann auch mal helfen oder unterstützen oder auffangen, ja. Diese Szene, wenn zum Beispiel die Aktivistin und das Instagram-Girl in der Toilette aufeinandertreffen und sie halt irgendwie gerade schon wieder gedisst worden ist, weil sie ja in der Vergangenheit wohl auch Fehler gemacht hat. Und sie halt feststellt, okay, die hat auch ihre Probleme so und dann irgendwie ein bisschen zueinander finden aufgrund von bestimmten Aussagen. Das fand ich irgendwie, war gut. Also es war irgendwie, ja, es war alles auch mal ein bisschen cheesy oder ein bisschen pathetisch oder sowas. Aber ich finde, das kannst du in dem Umfeld und im Rahmen der anderen Gags, die da gebracht werden, kannst das problemlos bringen. Ja. Und er hat einen guten Cast zusammen, muss ich mal sagen. Ja. Ich fand seinen Mitbewohner, den anderen Lehrer, den fand ich am Anfang deutlich stärker, also in den ersten beiden Folgen. Später wird er mir zu so einer Art, also wird er mir ein bisschen zu sehr Seki Müller. Da ist er zu sehr Mbarek in Fuck You Goethe 3. So. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade, weil, also ich finde halt, ab der dritten Folge ist das alles eine ganze Ecke ausproduzierter so, und irgendwie. Ja, es fühlt sich deutlich professioneller an und wertiger, ein bisschen hochwertiger, so auch was die Kamera angeht und die Inszenierung angeht. Und ich weiß gar nicht, ob das irgendwie der Serie so gut getan hat. Und ich finde, die braucht dann erst. Also ich fand zum Beispiel die Folge mit dem Beliebtheitswettbewerb, ja, die fand ich klasse. Ja, die dauert aber, es ist dann irgendwie 4 oder 5 oder so, okay. Und da auch Ludger Pistor als Direktor, wenn er da irgendwie seine, hey, was los hier, Bres? 6 Stunden frei und so. Ja, das irgendwie erstaunlicherweise hat es bei mir besser geklappt und funktioniert, als ich es für möglich gehalten habe. Ja, und ich war auch so skeptisch. Ich war so skeptisch, weil der macht das ja auch auf YouTube, diese Allmann-Sketche, glaube ich, wo ich mir auch immer gedacht habe, okay, die sind alle sehr vorhersehbar, weil er ist halt korrekt und so weiter. Aber dadurch, dass man ihn da quasi dann im Alltag sieht und eben nicht in diesen vorgeskripteten Situationen, die es auf YouTube gibt, sondern eben, ja, in der Interaktion mit den Schülern und so weiter, kommt da irgendwie was raus, was ich dann eben nicht so sehe und wo ich es nicht so vorhersehbar finde, eben weil es dann eben drüber ist. So. Zum Beispiel die Story mit den Polizisten, wo die Polizisten ankommen und sich wegen des Videos da irgendwie aufspielen, dass da irgendwie verfassungswidrige Symbole weiterverbreitet worden sind. Das fand ich zum Beispiel eine coole Idee, aus dieser ganzen Geschichte rauszukommen. Eher wie bei den Schülern aus dem Dilemma und aber auch halt die Schülerin irgendwie, sag ich mal, dann in Schutz zu nehmen. Also das fand ich eine charmante Idee einfach so. Ja, voll. Und auch wenn die Figuren, wo du am Ende am Anfang denkst, oh ja, okay, jetzt kommt der. Richtig, kommt genau. Die. Das sind alle so, ja, Klischees und so weiter. Und die sind sich dessen voll bewusst und gehen da auch voll rein, aber es funktioniert trotzdem. Ja. Also wirklich, das finde ich echt beeindruckend und
Ja, ich freue mich auf jeden Fall, das weiterzugucken. Ich gucke es auch auf jeden Fall weiter. Also vor allem, es ist halt auch dann echt snackable, ne? Ja. Also es sind dann ja nur so auch so 25 Minuten so, die gehen gut rein. Es sieht auch gut aus, es ist abwechslungsreich, es ist nicht so oft wie bei deutschen Serien, dass die sehr, ja, arm sind an wie soll man sagen, Kulissen oder so. So finde ich eigentlich gute. Das Set in der Schule, ja, da, wo sie drehen, das ist. Finde ich also schön abwechslungsreich, ja, und so. Ist ein bisschen draußen, ein bisschen drinnen und so. Ich finde es in Ordnung. Also. Und hier, ich mag auch die Vizedirektorin, das ist ja eine bekannte Synchronsprecherin, also die kenne ich aus vielen Synchronrollen, wie die das macht, wenn sie da zum Beispiel die Abi-Prüfung hochladen muss. Ja, das. Ja. Find ich gut, ey. Also das ist tatsächlich dann doch noch Humor, der bei mir deutlich besser funktioniert, ja, oder den ich wirklich gut annehmen kann. Und ich muss auch sagen, Phil Laude. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, mit ihm nicht so viele Berührungspunkte. Ich kenne natürlich YTD-Sketche oder Videos und so. Aber so wie er das macht, muss schon sagen, da gibt es gerade in diesen 1-zu-1-Situationen in dem Interview, da gibt es schon immer wieder coole Momente, wo auch gerade die Mimik von ihm wirklich einfach on point ist. So, ja. Muss auch also, sagen, es ist ein bisschen Stromberg, man muss es einfach sagen. Ja. Aber also die Parallelen sind unverkennbar. Es gibt nichts mehr seit Stromberg, was nicht wie Stromberg ist. Es genau, ist so, ja. Ich würde sagen, es ist halt ein Stromberg meets Fuck You Goethe. Ja. Ja. Ja, kann man fürs Fernsehen. Genau, kann man so sagen. Und aber ich glaube, das ist etwas, wo halt auch wirklich sowohl Ältere, die glauben, Wörter wie Grinch und so muss man kennen, dass die darüber lachen, weil sie über sich selbst lachen können, wie halt aber auch Jüngere das irgendwie sehen und sich denken, ah, Alter, ja, klar, kenne ich. Ja, also auch gerade die jetzt mit Waititi eben nicht mehr groß geworden sind, wie jetzt ich zum Beispiel, für die ist es auch was. Also man muss Waititi nicht kennen oder man muss Phil Laude auch vorher nicht kennen, um das zu finden. Ich auch, ja. Nö, also ich finde, also wenn du aus der YouTube-Welt kommst, glaube ich, spricht dich das deutlich eher an. Mhm. Also es ist meine Vermutung, ja. Kann auch sein, dass manche Leute das echt nervig finden oder vielleicht dann doch ein bisschen zu nah an den Leuten, die diese Klischees eher missbrauchen, als irgendwie versuchen, Missstände aufzuzeigen, so. Weil im Endeffekt sagt die Serie auch nur, wir alle sind scheiße und müssen aber halt miteinander klarkommen und das geht. Ja, das geht, wenn man halt mal hier und da einen gewissen Restrespekt für Leute irgendwie aufbringt und auch einfach mal sein lässt, wie sie sind. Ja, man muss ja nicht alles mitteilen und mitmachen. So. Und deswegen, Überraschung. Ja. Also echt toll. Überraschung. Hätte ich nicht gedacht. So, wir machen eine kleine Schwarzblende. Können wir eine kleine Unterbrechung machen? Und dann haben wir noch zwei Serien für euch auf dem Zettel. Moin. Morgen. Sag mal, ich dachte, du hast aufgehört zu rauchen. Ja, ich rauche jetzt Bohnen. Spinnst du? Du rauchst Bohnen? Das macht man nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. So, da sind wir wieder zurück und haben noch zwei Serien im Gepäck, die auch unterschiedlicher, glaube ich, nicht sein können. Die eine ist jetzt vor einiger Zeit auf Sky gestartet, oder beziehungsweise wow. Premiere, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und ja, hat ein paar echte Schwergewichte in petto, denn man hat sich hier auch ein echtes Schwergewicht zur Vorlage genommen. Kida Koda Ramadan hat eine Art deutsche Version der britischen Serie Extras gemacht. Für diejenigen, die die britische Serie Extras nicht kennen, sie ist mit von und mit Ricky Gervais, der hier so gesehen einen Extra spielt, einen Nebendarsteller, einen Komparsen. Komparsen würde man in Deutschland, glaube ich, sagen. Ist, glaube ich, wichtig. Der selten Text hat und sich darüber freut, wenn er mal Text hat und immer auch wieder darum giert, vielleicht mal die ein oder andere Zeile in einem Film, in einer Serie zu bekommen. Und wir kriegen halt den Alltag dieser Figur halt mit, wie sie sich an verschiedenen Sets aufhält, dort verschiedene Sachen machen muss. Und dann aufgrund ihrer mit den Stars interagiert und ja, so. Ja, genau. Und ja, das, da will ich vielleicht drauf kommen. Dann aber auch aufgrund ihrer Unfähigkeit oder seiner Trotteligkeit immer mal wieder zu Pannen führt oder für Pannen sorgt. Und das Besondere an Extras ist halt, dass da halt dann auch Leute wie eben Ben Stiller Regie führen bei einer Folge. Mhm. Kate Winslet auftaucht, David Bowie mit am Start ist. Also ist wirklich die Creme de la Creme der internationalen Weltstars, hat Ricky Gervais für diese Serie bekommen, um halt einfach so einen Alltag am Set zu schildern. Und das bleibt die ganze Zeit in sich. Also sie gehen nicht aus der Rolle raus, dass Ricky Gervais
irgendwie nur ein Schauspieler ist, der einen Schauspieler spielt, sondern es ist halt einfach eine fiktionale Serie über den Alltag an einem Set für jemanden, der ansonsten nur im Hintergrund auftaucht. Genau. Jetzt hat Ricky Gervais aber irgendwann mal wohl gesagt, dass er ein riesengroßer Fan von Four Blocks ist. Und gerade Hidakuda Ramadan als Tony Hamadi, den Clan-Chef in Four Blocks, richtig geil findet. Und das hat wohl Hidakuda Ramadan als Anlass genommen, in Kontakt mit Ricky Gervais zu treten, um halt eine deutsche Version von Extras zu produzieren. Und das wird dann auch in der ersten Folge thematisiert. Also, es wird Meta, Meta, Meta und nochmal Meta. Ja? Denn Kida ist jetzt hier nicht der richtige Hidakuda Ramadan, der gerade einen richtigen Höhenflug hat und mit ziemlich vielen Sachen halt irgendwie erfolgreich ist oder der halt irgendwie auch viel gefragt ist, sondern es ist eher der Schauspieler, der, weiß ich nicht, ans Set von irgendeiner billigen Produktion kommt und dort eigentlich ein Deutsch spielen möchte, aber dann nur Sklave Nummer 5 wird. Und das finde ich eigentlich ziemlich scheiße. Und naja, ansonsten hängt er halt zu Hause arbeitslos in seiner Wohnung rum. Wird was immer halt auf Tony Hamadi reduziert. Wird immer auf Tony Hamadi reduziert. Und das findet halt auch seine Frau nicht so wirklich cool, dass er die ganze Zeit da rumhängt. Deswegen beschließt er halt, diese Extraserie zu drehen und halt auch Ricky Gervais aufzusuchen, um eine Erlaubnis sich dafür einzuholen. Aber weil sie halt eben nicht die Weltstars hier in Deutschland haben, ist der Dreh- und Angelpunkt, dass halt berühmte deutsche Genies wie Goethe, Schiller oder Einstein thematisiert werden sollen in dieser Serie. Und dann erleben wir, wie Kida so gesehen eine Serie dreht, in der er jemanden spielen soll, der nur für Pannen sorgt. Mhm. Ja. Also es geht noch mal aus, es ist super verwirrend. Es ist wirklich, also, es geht noch mal raus aus dieser Ebene. Alleine, dass du sagst, okay, in der Serie geht's darum, dass Kida eine Serie macht, die um diese German Genius geht. Darum geht's ja bei dem Namen, dass es eben um Einstein geht und so weiter. Mit dem Hintergrund, dass Medienleute so denken und sagen, das Extras kannst du nicht in Deutschland machen, weil es auf Deutsch ist und wir haben keine Weltstars, deshalb schaut sich's keiner an und so weiter. Die Leute müssen die Leute kennen. Und deshalb denkt man, ah, okay, wir nehmen Beethoven oder eben Einstein, weil den kennen auf jeden Fall alle, so. Genau. Und das ist schon, finde ich, so ein, ja, das ist einfach mir zu viel Meta-Ebenen und so. Es ist echt ein Kopfkonstrukt. Ja, ja, voll. Und es ist zu verkopft. Also ich finde es wirklich teilweise zu verkopft, weil es eben über diesen Gag, der in der ersten Folge kommt, dass Kida auf Ricky Gervais trifft und sie dann sagen, ja, wie wär's denn, wenn du dann einen Gastauftritt hast, lieber Ricky Gervais und so. Und Ricky Gervais sagt, ja, aber ich will nicht aus London raus, du kommst dann her nach London und wir unterhalten uns im Café. Genau so, wie es eben dann da ist. Das war aber ein gutes. Ja, aber darüber geht's ja krass hinaus. Ja. Also das ist ja wirklich, das kannst du so schwer beschreiben. Und das ist auch der große Unterschied ja zum Original Extras. Da habe ich jetzt noch mal reingeguckt und das ist, wie du hast es gerade beschrieben, recht leicht zu erklären, auch so ein bisschen Mediengedöns und so. Aber eben Kida spielt nicht den unbekannten Menschen, sondern sich selbst als schon erfolgreich, aber gerade nicht so gefragt. So, und ist dann in der Serie aber wieder der Typ, der ja tollpatschig ist oder so? Also, und warum? Jeden Dreh ruiniert. Ja. Und so wie ich es verstanden habe, anhand der ersten zwei Folgen, mhm, es soll schon darum gehen, dass gedreht wird, wie er einen Dreh ruiniert. Ja. Ja, also sie drehen eine Serie oder einen Film, nee, sie drehen eine Serie darüber, dass Filme gedreht werden, deren Dreh er kaputt macht. Als Abdullah. Aber über den erfahren wir auch nicht viel. So. Also, ja. Und, also ich spoilere nicht zu viel, aber ich habe jetzt diese 6 Folgen gesehen, es entfernt sich immer mehr von den eigentlichen Drehs. Es geht dann immer mehr in so eine, also es geht immer weiter weg davon, dass man Set-Szenen sieht, okay, oder wie gedreht wird und so weiter. Es geht dann sehr viel um, wir brauchen Geld, Produktionsmittel und so weiter, wie kommen wir daran? Und da wird schon sehr arg dieses Umfeld verlassen von wegen, okay, wir sind am Set und so. Und ja, stattdessen wird die deutsche Medienbranche aufs Korn genommen. Ja, so ein bisschen. Es geht dann sogar also noch weiter und hat dann irgendwann gar nichts mehr damit zu tun. So ein bisschen hatte ich das Gefühl. Ist ja schon in der zweiten Folge eigentlich so, wo sie diese Feier besuchen, er und sein Sohn. Ja, genau, solche Sachen. Das war super witzig, aber es hatte halt überhaupt nichts mehr mit dem eigentlichen
eigentlichen Thema, sag ich mal, dieser Serie zu tun. Da geht es auch darum, er wird bezahlt von einem Fan von 4Blocks, dass er da auftaucht auf der Feier. Und dann passieren auf der Feier noch irgendwelche Sachen, dann kommt da die Polizei. Das hat alles einfach nichts mehr mit dem eigentlichen Thema zu tun. Außer, dass er dafür Geld bekommt, um diese Produktion zu bezahlen. Aber ich fand den Typ, der ihn bezahlt hat, den fand ich ziemlich cool. Also über den musste ich sehr lachen. Ja. Und diese gesamte Beschneidungsszene, die fand ich auch super. Ja. Und das ist das Komische an dieser Serie. Es sind dazwischen, meiner Ansicht nach, Momente, die sind entweder genial oder richtig witzig. Aber dann dongelt die Serie oder beziehungsweise dongelt Kida Ramadan zwischen diesen einzelnen Momenten immer irgendwie so hin und her und man hat nicht so wirklich die Ahnung, worum geht's hier eigentlich? Genau, ja, voll. Also das ist mein Eindruck anhand der ersten beiden Folgen. In Anführungsstrichen immer schlimmer. Also es wird halt immer verwirrender, weil es, wie gesagt, sich immer mehr von dem Set und der Prämisse, die in der ersten und der zweiten Folge quasi gelegt wird, yo, ich will diese Serie machen, sich immer weiter entfernt. So, ich bin gespannt, ich weiß jetzt nicht genau wie viel, 8 wahrscheinlich, 8, schätze ich, ob das wieder dahin geht. Aber auch die Gastauftritte sind ja am Anfang wirklich, wie gesagt, Ricky Gervais, Olli Schulz, Tom Schilling und so weiter. Ey, Tom Schilling als Regisseur, der war richtig cool. Gut. Dieser ganze Dreh, auch halt eben dann mit Olli Schulz als, was ist er, Kaiser Wilhelm der Zweite. Das fand ich wirklich, das hat Spaß gemacht. Ja. Und auch gerade die Auflösung davon, wenn sie dann halt im Schnittraum sitzen und sich das alles einmal angucken und Kida rafft, was Schilling da eigentlich vorhatte. Ne? Und also das fand ich schon cool, weil man da irgendwie so ein bisschen mal verstanden hat, ah, okay, so soll's, glaube ich, sein. Und dann war aber das Entscheidende meiner Ansicht nach die Managerin oder die Agentin von Kida Ramadan, die halt da sitzt und nur darauf wartet, bis irgendeiner irgendwie eine Regung macht, damit sie halt irgendwie was dazu sagen kann, beziehungsweise ein Feedback geben kann, weil sie selbst irgendwie keine Ahnung von irgendwas hat, sondern einfach nur irgendwie, entweder irgendwie Feuer und Flamme für etwas ist, obwohl sie gar nicht versteht, worum es geht, oder halt diese typischen Phrasen und Floskeln, die halt Medienschaffende gerne mal irgendwie runterbeten. Ich glaube, das ist die Redakteurin von dem Sender, wo er das gepitcht hat. Oder das, ja. Und wie sie dann ihre Nichte denen aufschwatzt als Praktikantin. Ja, genau, das fand ich auch gut. Also das ist so, da wird einerseits der Klüngel irgendwie immer gezeigt, den ist halt, und da kann man uns nicht freisprechen von, so ist es halt leider, ne? Also kennst du den, kommst du zu dem und gehst weiter zu dem, so. Also das ist ein gängiges Thema hier und das finde ich, das sind diese guten Beobachtungen an German Genius. Ja. Manche Beobachtungen finde ich dann auch wieder so, das haben wir jetzt aber auch schon 10 oder 15 Mal irgendwo mitbekommen. Aber dann so diese Feinheiten anhand von einzelnen Figuren, die fand ich dann wiederum echt gelungen. Ja. Aber dann kommt wieder irgendwie so ein Moment, wo dann irgendwie so ein Gag, glaube ich, passieren soll. Und du fragst dich, warum habe ich den jetzt nicht mitgekriegt? Ja. Also warum löst der bei mir nicht so wirklich aus oder so? Ja. Also ich muss sagen, ich bin komplett unvoreingenommen an die Serie rangegangen. Ich habe mir auch vorher keine Trailer oder so angeschaut. Ich wusste, wir wollen das heute besprechen. Bin eigentlich gar nicht so ein Fan von Ricky Gervais, muss ich sagen. Und habe das dann aber Extras ist geil. Ja, ich habe tatsächlich jetzt Bock auf Extras bekommen durch die ersten 2 Folgen, die ich gesehen habe. Würde mir jetzt gerne halt mal Extras ansehen. Und ich würde auch die Serie jetzt weitergucken. Also manchmal ist es ja auch so, dass man sich Sachen anschaut für die Sendung hier, weil wir wollen drüber sprechen. Aber das ist eine Serie, die würde ich jetzt weitergucken. Ich finde es schade, dass wenn du sagst, es entfernt sich immer weiter von dem eigentlichen Thema. Es geht mehr dann so diese Party-Szenen, da kommen ein paar mehr so. Und man lernt auch mehr über den Detlef Book-Charakter. Ja, das habe ich auch gelesen, dass der so eine richtige Rivalität mit Kida dann irgendwie entwickeln soll. Ne? Ja, bis jetzt geht das. Bis jetzt hält sich das in Grenzen. Aber es geht so in so eine Richtung, Und 8 Folgen gibt es übrigens. 8, genau, ja, okay, gut, dann habe ich 6 bis jetzt. Bin ich gespannt. Also die 2, die noch kommen, werde ich mir auch auf jeden Fall noch reinziehen. Weil ich es schon spannend finde, aber wie du auch schon gesagt hast, ist es irgendwie super viel drin. Und dann frage ich mich, weil das ja alles so sehr, sehr Meta ist und sie das ja auch oft ansprechen, wie zum Beispiel eben in der ersten Folge, Kida pitcht seine Idee, er will Extras in Deutsch machen und dann sagt irgendwie irgendeine Chefin, nee, das geht nicht, weil es geht halt nicht, wir haben keine Weltstars und so. Was davon alles in der ursprünglichen Machen der Serie quasi an diesen äußeren Einflüssen noch mit rein spielt und was wirklich so war. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kida vielleicht am Anfang gesagt hat, ich will Extras in Deutsch machen. Und dann kam eben genau diese Skepsis, das geht nicht in Deutschland. Und es ist ja auch so, du kriegst immer diese Kleinigkeiten und diese
weiß ich nicht, small-minded Menschen, sage ich mal, in hohen Positionen, die ganz andere Sachen im Kopf haben als wir und so und sagen dir dann, ja, das funktioniert nicht deshalb und deshalb und deshalb und oft haben sie recht, aber manchmal erschweren sie den Prozess. Und so. Ja, also es zeigt halt wirklich eigentlich ganz gut das Dilemma auf, ne? Ja. Also gerade weil Ricky Gervais, also Kida geht hin und ist sich, ich meine, er ist sich dessen bewusst, dass er hier natürlich ein richtiges Pfund sich zum Vorbild nimmt und versucht auf den deutschen Markt zu übertragen. Und wenn das schief geht, ja, das muss ihm im Vorfeld, glaube ich, klar sein, oder ich hoffe, es war ihm im Vorfeld klar, dann wird man immer sagen, ja, aber Extras fand ich besser. Beziehungsweise man wird immer den Abgleich mit Extras irgendwie machen. Genau. Also er macht sich von vornherein schon echt ultra schwer. Und das Grab haben sie sich irgendwie selber geschaufelt, so ein bisschen. Weil wenn das nicht dabei wäre, dann wäre das auch nicht so schlimm, finde ich, dass es dann so ein bisschen abdriftet und so ein bisschen halt noch von dem Ganzen drumherum erzählt, wie macht man eigentlich eine Serie und wo kriegen wir die Kohle her und was für ein schwieriges Verhältnis hat der Detlef Book-Charakter zu seiner Mutter und warum ist das so wichtig und so. Und das finde ich dann so ein bisschen, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich will mehr so eben wieder die Impressionen vom Set. Ne? Und solche Sachen, die sind ja in Babelsberg und so und wie sie dann da so eine Szenerie, so eine Kulisse benutzen dürfen, das ist irgendwie auch so Klüngelei und alles Mögliche. Und das finde ich ganz cool. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass das abläuft. Und dann wirkt dieser ganze Privatkram um die Charaktere rum wie so ein unnötiges Add-on oder so. Obwohl ich sagen muss, ich meine, ich habe jetzt nur die ersten beiden Folgen gesehen. Ich fand aber schon, dass gerade das Privatleben von ihm eine auch unerwartete Herzlichkeit beinhaltet. Ja. Also ich fand, also es gibt diese eine Szene, wenn seine Frau für ihn twittern soll, also Ricky Gervais twittern soll. Und so. Die fand ich tatsächlich süß. Ja, ja. Stimmt. Die war wirklich, da war Kida mal nicht irgendwie der Typ, der sich für den Geilsten hält. So, ja. Wobei ich halt auch mal, da frage ich mich halt auch, ne? Manchmal, ob er sich bewusst ist, wie das manchmal wirkt. Weil manchmal wirkt es selbstironisch und das ist gut. Ja. Manchmal wirkt es aber auch sehr überzeugt. Ja, und dann frage ich mich, ist er jetzt einfach ein besserer Schauspieler, als ich in dem Moment irgendwie wahrnehme? Ja. Oder ist er wirklich von dem ein bisschen zu sehr überzeugt, als es gut wäre für die Serie? So, ja. Oder ist das wieder auch nur ein Spiel mit der Metaebene, weißt du? Und dann bist du wieder da in deinem Gedankengut. Das ist ja auch so ein bisschen ein Spiel, was Ricky Gervais auch oft macht, dieses halb witzig, halb ernst gemeinte. Also damit spielt Ricky Gervais ganz viel, dass er sehr stolz darauf ist, dass er The Office erfunden hat, dass er Extras erfunden hat und so. Das kann schon sein, dass das gewollt ist, aber es ist schwierig, weil bei Ricky Gervais kommt ja noch diese Komiker-Ebene dazu, über Stand-Up-Programme und so weiter, die ja dann bei Kida Ramadan so ein bisschen fehlt. Ja, ja, also genau. Kann halt sein, dass er das schauspielert und so, mit diesem Hintergrund oder nicht, können wir es schwer beurteilen. So. Aber das ist eben dieses Ding, dieser Mix aus diesem, was will's oder wohin, was soll's. Und das es ist so schwierig zu greifen. Ja, irgendwie. Genau, es ist schwierig zu greifen und es ist immer irgendwie irgendwas von dem, irgendwas von dem, irgendwas von dem. Aber So eine Gesamtheit gibt es nicht, beziehungsweise vielleicht muss man auch einfach akzeptieren, dass diese Gesamtheit eben irgendwas von allem ist. Ja. So. Vielleicht ist das der Punkt, aber ich weiß nicht, ob das dann auch jeden irgendwie anspricht oder glücklich macht. Ey, ich find's eigentlich, wenn du überlegst, was du dem Zuschauer, der vielleicht nicht so das, also sich beruflich in dem Umfeld bewegt, eine unfassbare Einstiegshürde eigentlich. Was thematisch, was du dem zumutest und so, was da alles drin vorkommt und so. Also wie gesagt, es ist so schwierig, da diese Metaebenen zu checken und diesen ganzen Branchen, Pipapo, Ton und so weiter. Das finde ich schon eigentlich ziemlich heftig. Ich finde es gut so, aber es ist schwierig, da glaube ich durchzublicken, als jemand, der da nicht so viel Berührungspunkte hat. Und selbst und ich glaube, wenn du da die Schwierigkeiten hast, irgendwie nicht ganz zu erfassen, was das ist, dann findest du es vielleicht auch gar nicht so lustig. Ja, also ich muss sagen, ich fand da ein paar Momente, fand ich wirklich schreiend lustig. Es gibt diesen einen Moment, wenn er da in seinen Rasierschuppen reinkommt und dann sitzen seine beiden Angestellten da und stehen so auf, weil sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, die ganze Zeit nur rumgehockt haben und nichts gemacht haben. Und er geht nur so vorbei, aufladen. und hält ihm sein Handy hin, aufladen. Ich muss so lachen, weil das macht er so gut. Und wen ich auch nochmal hervorheben möchte,
Sein Sohn. Ja. Ja. Hundertprozentig, wollte ich auch sagen. Sein Sohn ist ja wirklich gut in der Serie. Ja, voll. Also, der macht richtig, der macht Spaß. Der hat die besten Szenen, meiner Meinung nach. Der wird, der hat noch so ein paar richtig lustige, der spricht lustig, der macht es richtig gut einfach. Also wirklich, dem schaut man gerne zu. Und dann aber wieder auch diese Momente, ne? Wenn er dann irgendwie mit seinen Kindern die Hausaufgaben am Tisch machen, irgendwie sitzt und dann erzählen sie sich irgendwas. Und dann geht's, glaube ich, irgendwie. Ja, das ist wegen meinen Polypen. Also, was ist mit meinen Polypen? Du kennst das doch, ja. So, du weißt mein Problem mit den Polypen. Und die beiden Kinder reden dann halt genauso, so, wo du halt einfach merkst, okay, sie gehen da offen mit um, so. Und das ist dann wieder der Moment, wo ich denke, ja, cool, Kida, ja, da gehst du so ein bisschen, kannst du über dich selbst lachen. Das macht Spaß, ja. Aber, ja, und dann kommt aber wieder irgendwie so eine andere Szene, die dich halt vollkommen irritiert. Ja. Aber ich möchte es auch fertig sehen. Ich will es auch auf jeden Fall fertig schauen. Mhm. Ich möchte es wirklich fertig sehen, weil... Sie kommt vielleicht auch ein bisschen negativer rüber, als wir das jetzt hier sagen. Das ist halt auch das Ding. Ich will es gar nicht so negativ reden. Genau. Beziehungsweise ich möchte eigentlich eher irgendwie positiv darüber reden, dass sie es versucht haben oder dass sie es wagen, dass sie sich dieser Aufgabe stellen, weil er macht sich, wie gesagt, das Leben schwer. Und allein dadurch zu sagen, ich nehme hier was von Ricky Gervais, ne? Also das ist ja schon eine der Comedy-Größen so überhaupt in der Welt. Und das dann auch noch ohne die ganzen Weltstars, die Ricky Gervais zur Verfügung hatte. Also das ist die Aufgabe war denkbar schwer. Und ich finde, dafür meisterte die Aufgabe, aber immer noch echt interessant, erhellend oder halt witzig. Ja. Und es sieht super aus. Und es sieht gut aus. Das stimmt. Ja. Gut, aber ich bleib auf jeden Fall dran. Damit wären wir bei der letzten Serie. Ja. Und vielleicht kann es sein, dass ihr zu dieser Serie schon ein kleines Making-of gesehen habt. Ja, die Stichworte Blick hinter die Kulissen. Blick hinter die Kulissen, genau. Ja. Denn unsere beiden Kollegen, die Booty Bros, die waren am Set von Kohlraben Schwarz gewesen. Eine Serie, die jetzt gerade frisch auf Paramount Plus gestartet ist. Denn, man muss es ja sagen, sie stammt von einem Freund des Hauses, von Tommy Krabbeis, ehemaliges Ensemblemitglied von nur Samstagnacht. Samstagnacht, ja. Samstagnacht. Und dann halt, ne, Bernd das Brot mit auf den Weg gebracht und noch diverse andere Sachen gemacht. Und der hat jetzt hier eine richtige Serie für Paramount Plus mit inszenieren auf den Weg bringen können. Ich versuche mal kurz zusammenzufassen ungefähr, worum es geht. Es geht um einen Polizei- oder um Psychologen, der unter anderem für die Polizei schon gearbeitet hat. Und er wird jetzt von einem alten Freund, einem Rosenheimer Polizisten, zu einem Fall gerufen, denn ein Junge wurde entführt. Und es stellt sich heraus, dass noch mehrere Kinder verschwunden sind und jetzt auch nach dem Verschwinden des Jungen direkt wieder ein neues Kind verschwindet. Und obwohl er eigentlich gar keine Lust darauf hat, sich mit diesem Fall näher auseinanderzusetzen, denn die bisherige Arbeit hat dazu geführt, dass seine Ehe mit Bettina Zimmermann, hier Michael Kessler ist die Hauptfigur, oder ist der Psychologe, seine Ehe mit Bettina Zimmermann ging aufgrund seiner Arbeit eben auch halt für die Polizei auseinander. Und jetzt ist er halt wieder so ein bisschen gezwungen, bei ihr unterzukommen, weil er halt weit außerhalb wohnt und dann halt dadurch immer der Bahnverkehr irgendwie nicht so ganz optimal genutzt werden kann. Und gleichzeitig muss er halt in diesem Fall ermitteln, der, so wie es man in der ersten Folge, und ich habe nur die erste Folge gesehen, darauf hindeutet, dass hier jemand eine alte Märchenfigur oder eine alte Sagenfigur, eine Figur aus der deutschen Folklore namens der Kraxelmann imitiert, indem er halt diese Kinder entführt, sie in einen Käfig sperrt und der Legende nach, wenn er sie nicht mehr gebrauchen kann, dann auch entsorgt. Und die begeben sich jetzt halt, wie heißt die Figur? Welche Figur? Von Herrn Kessler? Stefan irgendwas. Schwab? Ja, Stefan Schwab ist richtig. Genau. Mhm. Der versucht jetzt halt nun unter anderem mit seiner Ex-Frau und deren neuen Freund, ein Pfarrer, mit in der Sache zu ermitteln. Und wenn ich es jetzt so richtig verstanden habe, sind es 6 Folgen. Und in jeder Folge soll wohl eine andere Folklore-Figur eine Rolle spielen. Und das Ganze gab es schon mal oder gibt es schon als 2 Staffeln Hörspiel oder Hörbuch bei Audible. Und das haben sie jetzt halt, wie gesagt, also zumindest die erste Staffel haben sie jetzt wohl hier neu verfilmt. Ja. Du hast es nicht gesehen? Ich habe es noch nicht gesehen, nein. Du hast es gesehen. Ich bin zur Hälfte durch. Du bist zur Hälfte durch. Ja. Ich habe nur eine Folge gesehen und kann anhand dieser Folge sagen, dass es mich tatsächlich überraschend abgeholt hat. Mhm. Ich finde nicht alles gelungen. Aber was ich der Serie sehr hoch anrechne, ist eigentlich das Pacing.
das Tempo, mit der die Geschichte aufgemacht wird, mit der die Figuren vorgestellt werden, mit der die Konstellationen irgendwie ein bisschen klar gemacht werden und mit der es dann so gesehen in den Fall reingeht. Also die Serie verliert eigentlich jetzt wirklich nicht viel Zeit. Es geht zack, zack, zack. Und aufgrund des Tempos, aufgrund der darstellerischen Leistung von den Leuten und auch aufgrund von so manch humorvoller beziehungsweise es ist für mich schon so ein bisschen schwarzer Humor da drin, der, und da gebe ich dir recht, etwas älterer Sorte ist. Mhm. Ja, aber ich fand den doch recht passend für eben genau das, was hier gemacht wird. Ja, also ich möchte dir zustimmen, was das Pacing angeht, weil ich habe ja, wie gesagt, schon 3 Folgen gesehen und mir gefällt gut, dass es dieses Monster of the Week gibt. Mhm. Da wären wir wieder bei dem. Jede Folge ein anderes Märchen, was aufgearbeitet wird. Und trotzdem, darunter liegt noch eine Geschichte, die sich eben durch die komplette Serie spannt, wo man immer dranbleiben will und wissen möchte, was hat es jetzt eigentlich damit zu tun. Weil diese ganzen Märchen sind alle aus einem bestimmten Märchenbuch. Und direkt mal die Frage an Leo. Du bist aus Bayern. Ja. Hast du schon mal vom Kraxelmann gehört? Nein, tatsächlich das erste Mal Cross-Promo im aktuellen Almost Daily. Da sprechen die da kurz drüber. Ja. Den Kraxelmann. Über den Kraxelmann. Okay. Vielleicht deshalb. Ja. Ich habe den Kraxelmann noch nicht. Ich kannte ihn auch vorher nicht. Ich kenne den Krampus. Ja, ja, der, klar. Ja? Ja, genau. Aber weil der wird ja auch wird in der ersten Folge auch schon ein paar Mal erwähnt. Mhm. Genau, aber es ist nicht die Jahreszeit für den Krampus. Genau, es ist nicht die Jahreszeit für den Krampus. Und vom Kraxelmann habe ich vorher noch nicht gehört. Ja, und ich meine, ich kenne aber Tommy Krappweiß. Ich weiß, dass der immer so ein bisschen mittelalterlich, Folklore und sowas, dass der halt unterwegs ist. Und auch das Intro der Serie deutet ja schon so ein bisschen darauf hin, dass hier mal halt wieder so ein bisschen deutsche Märchengeschichte irgendwie aufgegriffen wird. Also es sind wohl alles Märchen, wie gesagt, aus einem Buch, die sich alle aus der Region da in Bayern da wohl bekannt sein sollen. Also ich habe ja noch, wie gesagt, nur 3 Folgen geschaut. Es kommt noch ein Schmied vor, der einen Knauf geschmiedet hat, sein Meisterstück, mit dem er durch Türen gehen kann. Also sobald irgendwie eine Geschichte bei dir klingelt, sagst du Bescheid, ob du die irgendwie schon mal gehört hast. Vielleicht komme ich zu weit aus dem Norden von Bayern. Aber da gibt es ja auch eine Figur, ich weiß nicht, Petna oder sowas, die wir als Frau Holle kennen. Soll drin vorkommen, zum Beispiel. Okay. Ja, soweit bin ich noch nicht. Ja. Also das habe ich nur gelesen. Ja, genau. Und es sind halt jetzt erstmal, wie gesagt, nur diese Geschichten, die aus dieser Region, für diese Region bekannt sind. Aber in der 3. Folge gegen Ende wird angedeutet, oh je, ja, es beginnt jetzt damit, aber behalt mal im Auge, was da so passiert, weil vielleicht springt das, was auch immer es ist, auch auf andere Märchen über. Da wird auch natürlich Gebrüder Grimm genannt und da wissen wir auch alle, dass die Ursprungsgeschichten ein bisschen blutiger sind, als man die jetzt vielleicht so kennt, wie sie jetzt vorgelesen werden zum Einschlafen. Die sollten ja auch Kindern Angst machen. Genau, ja. Und ja, ich bin auf jeden Fall total gespannt, wie es da jetzt weitergeht, wie diese Geschichte, die da drunter liegt, sich auserzählt. Also wie werden diese Märchen real? Wie soll das auf andere Märchen überspringen? Finde ich spannend. Ey, also mich hat's gekriegt, muss ich ehrlich sagen. Ich interessiere mich nicht dafür. Ich bin nicht so der in, weiß ich nicht, gerade deutsche Folklore so tief immer abtaucht so. Aber ich mag die Figur des Schwab. Mhm. Ich finde den gut, weil Kessler, also das ist so, der weiß, er ist nicht frei von Fehlern so. Und auch das Zusammenspiel mit dem neuen Lover von seiner Frau, ich fand, das war so angenehm selbstverständlich irgendwie, wie das zustande kommt. Es gibt immer eine gewisse Rivalität schon unter den beiden, weil es ist immer der neue Freund. So. Ja. Aber irgendwie, dass die beiden sich dennoch zusammenraufen, weil sie wissen, es gibt Wichtigeres, das fand ich so einen charmanten Charakterzug irgendwie. Also ich muss sagen, was ich jetzt anhand der ersten Staffel der ersten Folge so wahrnehmen konnte, war halt, dass die Figuren, dass man denen schon eine ganz gute Aufmerksamkeit einfach gegeben hat, dass sie nicht die 0815 Ermittler oder Platten, sag ich mal, Rollenbilder sind. Ja. So. Ich kann es nicht beurteilen, wie es jetzt noch weitergeht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass so eine ein Kind wird vermisst. Ne? Also schreibt ein deutsches Drehbuch und eine Leiche wird gefunden, ein Kind wird vermisst, ein Polizist hat einen Mord begangen. Keine Ahnung, irgendwie, das sind so die typischen Tropes, mit denen deutsche Krimi-Geschichten immer wieder gerne anfangen. Ja. Und da muss ich sagen, fühlte sich das doch irgendwie angenehm an, dafür, dass es dann doch so, ja, im wahrsten Sinne deutsch ist. Halt. Aber lass uns doch mal über den Humor reden. Also heute geht es ja hauptsächlich hier so ein bisschen um
Comedy-Serien aus Deutschland. Die Serie wird auch in der Beschreibung als Mystery, Spannung und Humor beschrieben. Ja. Ich habe echt bis jetzt immer mit den Augen gerollt, wenn da irgendwie so ein Joke. Ja, es ist überhaupt nicht mein Humor. Und ich finde, also der Humor wird so ein bisschen transportiert über Sprüche, die sich gegenseitig drücken. Und das ist auch, es kommt für mich so rüber, wie was wirklich in der Realität so stattfinden könnte. Es sind Sprüche, die wir uns hier so gegenseitig drücken könnten, die in der Situation witzig wären, die ich aber, wenn ich die in der Serie sehe, so ein bisschen, Ich weiß nicht, ich finde die gerade für diese bestimmten Umfelder, ja, die ja eher humorbefreit sein sollen und auch eher so die Allmanns halt sein sollen, finde ich, ist das gut getroffen. Wenn dann zum Beispiel dieser Polizeichef, dieser Groß oder Kreuz, oder wie er heißt, der Grauhaarige mit dem Schnorris, der am Anfang dieses Verhör reinkommt und meint, er müsste das Verhör jetzt übernehmen. Wenn der kommt und so sagt so, jetzt hören Sie mir mal zu, Schlaubi-Schlumpf. So, ja, das, genau. Das Gesicht meine ich, das ist dieses genau das Gesicht. Cringe. Ja. Genau das Gesicht. Aber das passt ja zu dieser Figur. Genau, das meine ich. Ich finde, diese ganzen Sprüche passen total zu den Figuren. Die sind aus dem Leben gegriffen, die könnten so hier passieren. Macht's aber für mich nicht witziger. Ich weiß genau, was du meinst. Also, wenn hier irgendwen Schlaubi-Schlumpf nennt. Dann haben wir ein Problem. Ja, aber das ist ja halt nun mal ein 60-jähriger Oberhauptkommissar, der halt irgendwie, keine Ahnung, nichts wissen will von irgendwas, so, der möglichst hier seinen Dienst so nach den Regeln, die er sich in all den Jahren erarbeitet hat, irgendwie vollrichten möchte. Und da darf auch bloß nichts abweichen, so von wegen irgendein Idiot oder irgendein Verrückter, der jetzt glaubt, er ist eine Märchenfigur namens Kraxelmann und irgendwelche Kinder einzusperren. Ja. So, ja. Also, das fand ich schon, das war passend so irgendwie. Also, ich finde, ja, es ist nicht der Humor, wo man laut loslachen muss, sondern wo man halt vielleicht eher mit den Augen drehen muss. Aber ich finde, das macht die Figuren noch mal ein Stück runder, beziehungsweise gibt denen einfach noch mehr ein bisschen Volumen. Was ich mich gerade frage, wenn das spielt in Rosenheim, richtig, haben die dann auch so, also sprechen die da so richtig bayerisch? Nein. Finde ich schade. Also, wenn schon, denn schon. Naja, ja, so aber gut, versteht kein Mensch wahrscheinlich. Der Pfarrer, der hat doch Dialekt. Okay. Der hier? Okay. Ja. Und der Kollege hier rechts von Kessler, der hat auf jeden Fall auch den. Aber schwachen. Okay. Also ja, es darf nicht zu viel sein. Darf ja auch nicht zu viel sein, sonst versteht es wieder niemand. Aber sie waren wohl, das sieht man entweder demnächst anhand des Making-ofs, das die Studi-Männer gemacht haben, oder was sie bereits schon online gestellt haben, sieht man, die waren an sehr vielen Locations vor Ort. Ich finde, das tut ist so wichtig, der, ist auch schön. Das tut der Serie noch mal ganz gut, dass die halt wirklich, auch inszenatorisch, dass sie dann halt. Ich hab so, weiß nicht, in der ersten Folge gab es so einen Shot, da gehen sie in so eine Art Moor rein. Und das ist halt wirklich 1:1 klassisch Horrorfilm so. Ja, also wie es inszeniert mit dem Licht, das irgendwo aus dem Nichts kommt, der Nebel, der da so ein bisschen wabert, irgendein Objekt im Vordergrund und du siehst, wie sie von hinten so rankommen. Das ist so ein typisches Horrorbildmotiv so, ja. Aber es ist halt meistens alles vor Ort und das finde ich halt schon ganz cool, dass sie da halt irgendwie, bei der Kida-Serie hat man sich teilweise schon gefragt, ob das jetzt Studio ist oder halt wirklich eine echte Location oder manchmal sah es dann auch aus wie ein Greenscreen oder sowas. Und hier fand ich, hat das schon ein bisschen was ausgemacht, dass es alles on Location war. Ja, okay. Aber das ist schön. Ich bin auf jeden Fall, ich möchte es weiter gucken. Ich gebe auch offen zu, natürlich schon aus Sympathie zu Tommy Krabbeis so. Weil ich habe auch diesen Mara und die Feuerbringer, den Film, den er gemacht hat, den habe ich mir angeguckt, weil ich wissen wollte, was er macht. Und ich finde, das ist so ein bisschen, was dem Dilemma von German Genius entgegenwirkt. Weil hier ist jemand, der hat so seine eigene Vorstellung von der deutschen Krimiserie. Der hat irgendwie sein eigenes Umfeld für diese deutsche Krimiserie gefunden, das aber auch deutlich eine eigene deutsche Identität hat. Und in Kida Kodaramadan schildert halt die Probleme, die er hat, wenn er sagt, ich möchte sowas wie das deutsche Extras machen. Und es wird erst gemacht, wenn er irgendwie weiß, okay, ich habe einen Ricky Gervais, der mit einmal in der Folge auftaucht, aber ansonsten glaubt mir keiner, dass das auch so funktionieren könnte. So. Weißt du? Also das, was Kida, wo Kida meiner Ansicht nach den Finger in die Wunde bohrt, dem wirkt Kohlrabenschwarz ein bisschen entgegen. Ey, gib dir ein bisschen mehr Budget, ne? Und keine Ahnung, vielleicht noch den einen oder anderen Hochkaräter als Darsteller so. Und wir würden über was anderes, also wir würden über deutlich mehr und größer wahrscheinlich über diese Serie reden, als dass wir bis jetzt reden. Aber das sind ja jetzt keine komplett Unbekannten, nein, also da auf diesem
da, hier sehe ich Pastewka, Bettina Zimmermann, kennt man auch von früher. Und wer ist noch mal rechts daneben? Christian Tramitz spielt auch mit. Ah, ja, der kommt ja auch aus der Gegend. Also, ja, ja. Dementsprechend, also da sind schon ein paar Hochkaräte dabei, aber ich sag mal so, ne, die haben natürlich auch irgendwo ein gewisses Budget. Und, ich hatte halt gelesen, dass gerade bei den CGI-Effekten oder bei den CG-Effekten deutlich drauf geachtet wurde, dass es nicht zu viel ist oder dass man nur so ein bisschen irgendwie die Sache unterstützt und so, weil man halt einfach nicht das Budget dafür hat. Ja. Aber das meine ich halt. Ne? Ja. Also Kohlraben Schwarz ist, glaube ich, etwas, was versucht, eine eigene Identität zu finden oder eine eigene Identität zu repräsentieren, die wir hier in Deutschland halt teilweise schmerzlich vermissen, beziehungsweise über die wir uns immer wieder beklagen. Ja. Aber wenn wir dann irgendwie hingehen und irgendwie was kopieren, was vielleicht im Ausland schon irgendwie erfolgreich war oder sonst irgendwas, dann ist es auch nicht recht. Ja. Also das ist das Dilemma, was, was irgendwie, wo wir drinstecken, das zeigt German Genius meiner Ansicht nach gut auf. Aber Kohlraben Schwarz ist eine Serie meiner Ansicht nach, die versucht, sich dagegen zu stemmen. Ja. Ob das wirklich gelungen ist, ob sie es wirklich erfolgreich dagegen stemmt, das müssen andere entscheiden. Also das kann nur jeder für sich selbst entscheiden. So, ne? Aber allein dafür, dass es gemacht worden ist, habe ich Respekt. Okay. Ja. Also die diese Vorlage, das Hörbuch, das sind ja teilweise dieselben Sprecher, genau. Ja. Also ich glaube, ein bisschen durchmischt. Ich glaube, er hier spricht im Hörbuch dann den Pfarrer zum Beispiel. Okay. Also sind Rollen sind ein bisschen durchgetauscht, aber Michael Kessler als Stefan Schwab ist zum Beispiel derselbe, soweit ich das weiß. Und ich habe ab und zu bei der Serie das Gefühl gehabt, dass sie vielleicht sogar für mich besser als Hörbuch funktionieren könnte, weil ich halt echt manchmal dachte, ich würde dem als Hörbuch mehr verzeihen. Ja, ja, okay, aber das ist das Dilemma, ne? Wenn du halt versuchst, was visuell irgendwie, was du halt in deinem Kopf dir schon gedacht hast, nochmal auf die Leinwand zu bringen, dann hast du natürlich 50-50, ne? Entweder es entspricht irgendwie den Vorstellungen oder es entspricht gar nicht den Vorstellungen. Ja. Und das ist halt immer die Schwierigkeit, ne? Romanverfilmungen und was weiß ich, werden ein Liedchen davon singen können. Ja. Jürgen Tonkel heißt der Mann rechts von Köln. Wo hat denn der nochmal mitgespielt? War das bei, was war das da, Krause oder sowas? Warte mal, ich gucke. Kohlraben Schwarz, die Chefin, das Kindermädchen, die Braut im Schnee, wer früher stirbt, ist länger tot. Ah, den habe ich auch gesehen. All you need is love. Das könntest du von ihm kennen. Oder die Hummel, Sommersturm, der ganz große Traum, dieses bescheuerte Herz. Nee, irgendwas. Hausmeister Krause! Yes! Die beste deutsche Sitcom. Oh, und er hat in diesem Abgefahren mit Vollgas in die Liebe oder so hat er mitgespielt. Krass, ja. Den habe ich auch gesehen. Ja, ja. Aber ja, Hausmeister Krause, da war er dabei. Okay. Gut. Dann wären wir doch jetzt am Ende, oder? Ja. Ja, wundervoll. Wir sagen danke. Wir hoffen, vielleicht ist die ein oder andere Serie dabei, die euch sagt, ach, guck mal, gebe dem deutschen Serienformat doch mal eine Chance, beziehungsweise ist vielleicht ja doch noch nicht alles verloren oder beziehungsweise vielleicht ist ja doch noch mal ein Schwung da. Wir sagen auch danke an den Supporters Club, wenn ihr mitmachen wollt. Da unten habt ihr einen Link gesehen, könnt ihr gerne draufklicken. Das würde uns freuen, denn dann können wir auch weiterhin solche mal eher Ausnahme- oder kleineren Sachen hier auch besprechen. Und ansonsten vielen Dank, Leo, vielen Dank, Mel. Und vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Wie gesagt, lasst uns wissen, welche von diesen Serien euch am meisten anspricht oder welche ihr vielleicht schon gesehen habt und eben, was ihr davon haltet. Ja. Ja. Cool. Und ansonsten, bis zur nächsten Tierliste. Gerne. Immer. Ja. Ja. Nochmal, ne? Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass unsere Liste wirklich die besten Intros repräsentiert. Ja, ich habe schon einiges gelesen. So von wegen, wie kann das fehlen? Und wie kann das fehlen? Und oh, es ist mir unverständlich, wie man das weglassen kann. Sorry. Ey. Ne? Wir hätten es eigentlich 3 Stunden machen können. Das, wir können es auch nochmal machen. Ja, genau. Wir können es auch nochmal machen. Genau. Previously not on tier list Serienintros. Ja. Ja. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/badabinge.